alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. So, wollen wir heute mal einen näheren Blick drauf werfen. Wie gesagt, stand das Auto Ewigkeiten rum. Das sieht man ihm auch an. Ordentlich Moos. Ja. Die Stoßstange vorne sollte man nochmal besorgen. Ja. Naja, die Standzeit sieht man ihm wirklich an. Gott sei Dank haben sie den ab und zu mal laufen lassen. Sodass wenigstens der Motor ab und zu mal Öl gekriegt hat. Ja, Schachtleisten auch komplett mit Moos. Dach sieht auch nicht besser aus. Heckklappe. Oh Gott. Ja gut, die Dämpfer sind durch. Ja, heute ist warm genug, heute halten sie es aus. Ja, Heckscheibenheizung. Schön, wenn die funktioniert. Ja, auch hier. Oh, 7 Jahre sind 7 Jahre. Ne? Steht sich sowas schon mal grün. Ja. So. Was mir besonders wichtig war, hier ist nicht viel los. Ne? Klar, feucht. Ne? Standzeit halt. Ne? Aber keine Durchrostung. Und gerade. Vor allen Dingen, die kriegen ja Hüfte. So ein Kleinwagen kriegt ja auch schon mal auf einen auf den Hintern, ne? Unfall. Ja, Benzin müssen wir auf jeden Fall holen. Der hat nichts mehr. Ja, aber ansonsten hält sich das schön in Grenzen, was die Karosseriebeschädigungen angeht. Motor. Ich finde diesen Aufsteller genial, ne? Ja, so, was haben wir denn da? Offensichtlich bei 217.000 war der Riemen fällig. Ich habe erstmal eine andere Batterie gemacht, weil der Keilriemen. Er war tot. Verstorben. Ja. Aber die Lichtmaschine geht sehr leichtgängig, also daran lag es nicht, er war einfach nur alt. Ein Zündkabel. Das war aber vorher schon, es läuft aber noch, ne? Also er läuft auf 4 Zylindern. Ja. Das ist der 1,1 TU mit 60 PS. TU, so heißt der Motor, ne? Benzinfilter haben sie ihm schon mal 9 gegönnt. Kühlmittel. Sieht noch relativ frisch aus, also man sieht noch irgendwas da drin. Das ist okay. Kommt trotzdem neu, klar. Ne? Zahnriemen muss wahrscheinlich auch neu. Nicht nur wahrscheinlich, wahrscheinlich dringend. Aber er hat nicht viel zu arbeiten, also von daher ist da nicht wirklich viel zu erwarten. Ja, ansonsten einer der ersten G-Cut. Ne? Stimmt gar nicht. Das war Quatsch. Das ist gar nicht einer der ersten G-Cut. Aber der 1.1er als G-Cut mit 60 PS. Vorher hatte der irgendwie 54 mit Vergaser etc. Man sieht im Innern auch noch. Oh Gott, hier sieht wirklich übel aus. Ja. Das müssen wir mal dringend machen. Was haben wir denn hier?
Sicherungskasten. Ja, werde ich gleich noch feststellen. Im Inneren sieht man auch noch die Aussparung für den Choke. Ist natürlich jetzt ohne Funktion. Ja. Kein Klappern, kein gar nichts. Klar, die Ladekontrollleuchte ist jetzt an, ne? Läuft jetzt nur auf Batterie, keine Lichtmaschine dran. Schalthebel müssen wir mal neu machen. So, wo die Papiere? So, am 27.09.1993 ist der Wagen zugelassen worden. So. Ein bisschen wegmachen, so. Da haben wir ihn. 44 kW, ne? Hier sieht man 1,1 Liter Hubraum. Nur mal so zum Fahrzeugschein entschlüsseln. Ne? Anhängelast. Leistung in Kilowatt. Höchstgeschwindigkeit. Ne? Leergewicht. Stimmt nicht, das habe ich jetzt ziemlich Quatsch erzählt. Da ist Leergewicht. 790 Kilo wiegt das Auto leer. Ne? Ja. Anhängelast gebremst, ungebremst. Ne? Hier ist sogar noch die Fahrzeugfarbe eingetragen. 1100 darf er bis 8% Steigung ziehen. Also die Anhängerkupplung ist schon recht sinnig. Was mich jetzt wundert, Anzahl der Vorhalter 1. Der Wagen ist zweiter Hand. Nehme ich ihm auch ab, grundsätzlich. Ja, 290.000. Hat schon was. So viel zum Thema Franzosen halten von 12 bis Mittag. Ne? So, dann haben wir sämtliche Papiere dabei gekriegt. Ja. Servicestellen, Verkaufsstellen, was haben wir hier? Bedienungsanleitung, Garantie. Und die ergänzende Bedienungsanleitung. Ja. Finde ich sehr farbenfroh bei denen. Ja, Garantie. Was haben wir da? Ach, guck mal, das Checkheft. Ist garantiert nichts eingetragen. Aber vielleicht doch, mal gucken. Okay, 27.09.93. In Salzwedel wurde der Wagen verkauft. Oh, direkt nach der Wende. Naja, nicht ganz so direkt, ne? Aber ach, guck mal, Schickheft. Bei 60.000. Und da verließen sie ihn. Ja, ist immer das Problem mit den Franzosen, ne? Sind zu billig gewesen. Ja, da komme ich gleich wieder zusammen. Radio. Läuft. So, jetzt beruhigt er sich langsam. Kaltstarter dahinter sich. Er hat langsam keinen Sprit mehr, wie man sieht. Also wie man hört, der Motor ist kerngesund, der qualmt auch nicht. Das ist doch Kondens. Ist auch nichts dran blau oder so. Der Auspuff ist wahrscheinlich voll mit Kondenswasser. Ja. Darüber müssen wir auch nicht sprechen. Das muss auch gemacht werden. Sauber gemacht und dann neu gefettet. Aber dafür haben wir ihn ja hier. Wie gesagt, nicht meine Baustelle. Im letzten Video haben wir das ja gesagt.
Das Einzige, was ich mache, ich werde den Wagen erstmal, was hier die Verschmutzung angeht, auf Stand bringen. So, jetzt haben wir das Auto da. Ne? Hier habe ich eine schöne Mischung gemacht. Das ist nicht der Universalreiniger. Ich habe das ganze Zeug ein bisschen verdünnt, um ja, nicht ganz so aggressiv vorzugehen. Ist ja nur ein bisschen Grünspan da dran, ne? Sozusagen. Ja, ich weiß auch, dass es kein Grünspan ist, es ist kein Kupferauto. Ja, gut, dann wollen wir mal putzen. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ja, richtig, der Wagen ist noch nicht richtig sauber. Es ging mir eigentlich darum,
ob der Lack in Ordnung ist. Geht eigentlich. Hier und da muss man wahrscheinlich ein bisschen nachlackieren. Aber grundsätzlich ist das machbar, da wir ein vernünftiges Auto für ein vernünftiges Auto hinzustellen. Der New Look ist übrigens dafür bekannt, dass er Jeans, diese Sitzbezüge hat. Mal gucken. Hat er und einen neuen Sitz besorgen. Ja. Ist aber abzusehen bei 290.000, ne? Aber kein Problem. Ja, ich wollte eigentlich nur gucken, ob der Wagen eine Substanz hat, die irgendwo verschleiert wird. Nein, wird nicht. Ist gut, Radläufe top. Da unten ein bisschen Rost, scheiß der Hund drauf, ist egal. Aber wie gesagt, nicht mein Auto. Ich habe es nur jetzt einmal kurz durchgeguckt. Komplette Inspektion, Keilriemen. Aber wie gesagt, das mache nicht ich. Den Wagen findet ihr auf dem Elbtal-Elfenkanal. Das ist ihr Projekt, nicht meiner. Ich habe hier noch einen Land Rover, den ich nicht filme, weil es keinen interessiert. Ja, das ist immer so eine Geschichte mit den Interessen. Egal. In dem Fall, ich gehe auf Ersatzteilsuche und die Elbtal-Elfe wird den Rest machen bei dem Auto. Okay, die Sitzverstellung funktioniert. Ich finde das beeindruckend, wie dieser Motor läuft nach 290.000. Oh, ich glaube, ich muss gleich mal mitteilen, wo der Rückwärtsgang ist. Na, klappt doch. Ja, die Hinterachsbremse blockiert. Ah, jetzt rollt er wieder. Jetzt wieder nicht. Die sogenannte Känguru-Bremse. So, jetzt hat sie wieder ein bisschen freigekämpft. Und weiter, weiter, weiter. Ja, yeah, super, super. Ja, wie gesagt, die Bremsen müssen gemacht werden rundherum. Ja, jetzt hat er sich ein bisschen freigekämpft. Rad blockiert nicht, aber wie gesagt, die ganzen Innereien sind wahrscheinlich mürbe. Ja, ich denke mal, das war's für heute. Der Wagen kommt auf seinen Stellplatz. Dann geht die Videoreihe bezüglich dieses Fahrzeugs in Kürze auf dem anderen Kanal los. Ach ja, und die Drehstabfedern hinten muss ich auch neu machen. Aber das mache ich lieber. Ja, da sollte man nicht dran rumfummeln, wenn man Laie ist. Jetzt habe ich doch wahrhaftig sowas Ähnliches wie einen Sonnenuntergang auf die Reihe gekriegt. So, ich wünsche euch einen sanften Start ins Wochenende und lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns im nächsten Video.